Im Gymnasium Wildeshausen haben in den Osterferien wieder die Handwerker das Sagen. Der Landkreis setzt die Sanierung des 1972 in Betrieb genommenen Gebäudes an der Humboldtstraße fort. Jetzt und in den Sommerferien ist das Erdgeschoss dran. Bis zum Ende der Osterferien soll der Kunsttrakt mit 530 Quadratmetern Decke fertig sein. Im Sommer folgen Aula, Pausenhalle, Bibliothek und allgemeine Unterrichtsräume mit insgesamt 3102 Quadratmeter. Bei den Lampen stellt der Landkreis erstmals auf LED-Technik um.